Jo, schönen guten Morgen. Der Servicetechniker ist unterwegs und es ist echt noch knackig kalt, 0 Grad. Also, na, könnte noch ein bisschen wärmer werden heute. Ja, ich fahre jetzt zum ersten Auftrag und zwar nach Gosheim. Das sind so 25 Kilometer von hier. Zu einer Glasfaseranschaltung und jo, danach geht's weiter. Brauche jetzt circa eine halbe Stunde. Ja, ich bin schon in der Partylaune hier am kleinen Freitag und bin jetzt aber auch gleich beim Kunden. Und zwar beim Geschäftskunden, der bekommt heute eine 300 Mbit Strecke. Also 300 Mbit Download und 30 im Upload und zwar via Glasfaser. Ja, und das heißt, ich fahre jetzt hin, häng mal wieder meinen Laser auf das Ende beim Kunden und fahre dann zum Technikstandort und schalte die Leitung durch. Ne? Also, ich hoffe, es geht alles soweit gut. Ja, und das Coole ist, hier ist der Technikstandort auf der rechten Seite, ja, das kleine Gebäude und der Kunde ist hier auch gleich ums Eck. Ja, der Laser ist drauf beim Kunden, wie man gesehen hat. Und er blinkt schön vor sich hin. Und jetzt fahre ich die paar hundert Meter kurz zum Technikstandort. Ja, ich schneide mir schon. So, jetzt stehe ich vom Technikstandort, haben wir auch schon geöffnet. Ja, aber so viel Zeit muss sein. Jo, ich bin drin. So, und was man hier sieht, hier kommen die ganzen Kunden an. Ne? Und hier ist der D-Slam. Ne? Da kommt nachher der Kunde drauf auf den Port und dann müsste das funktionieren. Aber damit ich jetzt meinen Laser blinken sehe, mache ich hier erstmal ein bisschen dunkel. Das heißt, ich mache die Türe zu. Ja, und so sieht eine geöffnete Schublade aus. Ja. Hier sind sämtliche Fasern, die praktisch vom Hausanschluss des Kunden ankommen. Und hier oben habe ich jetzt auch schon meine Leitung entdeckt. Moment. Ja, jetzt habe ich die Türe nochmal zugemacht. Jetzt sieht man schön blinken. Das ist mein Laser auf der anderen Seite. Jetzt ist der Kunde gepatcht. Das heißt, ja, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Aber hier ist ein Stecker drauf auf jeden Fall. Von der Glasfaserleitung. Und die kommt hier an. Ja, sieht man wunderbar blinken. Genau hier. Und die kommt jetzt auf den entsprechenden Port. Und dann ist der Kunde gepatcht. So, Kunde ist gepatcht auf den entsprechenden Port und jetzt geht's weiter zum Kunden zum Uplink-Test. Ja, beim Kunden wird jetzt eigentlich nur geprüft, ob ein Durchgang besteht, das heißt, ob ich einen Uplink bekomme und dann war's das. So, jetzt hatte ich noch ein bisschen Telefon-Action, musste ein paar Sachen klären. Denn ich fahre jetzt auf jeden Fall mal Richtung Reutlingen. Es kann aber sein, dass noch eine Störung in Balingen dazu kommt. Da muss ich jetzt noch warten, bis mir die Dispo Bescheid gibt. Ne? Jetzt bin ich auch mal unterwegs Richtung Reutlingen. Ja, jetzt kam gerade noch der Rückruf von der Dispo. Also Balingen hat sich erledigt. Das heißt, ich fahre jetzt nach Reutlingen und habe dort zwei Derangierungen.
erstmal tanken zum, naja, fast Schnäppchenpreis in der heutigen Zeit. 1,29 der Liter Diesel, ne, ist jetzt nicht gerade mega Preis, aber naja. Ich bin angekommen. Im Hintergrund ist der HVT. Jetzt wird eine geraucht und dann geht's rein. So, los geht's zur Derangierung. Ja, und hier stirbt heute mal wieder ein 2-Mbit-Anschluss, also ein S2M, ein ehemaliger ISDN. Ja, schnell rein, schnell raus. Schon erledigt. Wow, jetzt habe ich gerade Glück gehabt, dass bin ich gerade am HVT weggefahren. War noch nicht angeschnallt und die liebe Polizei kommt um die Ecke und ich gerade so am Sicherheitsgurt anlegen. Ne? Dann haben sie nur gelacht und ich habe zurückgelacht und dann war es erledigt. Na Gott sei Dank. So, jetzt geht's am nächsten HVT zur nächsten Derangierung in Reutlingen. So, da bin ich im ÜVT und hier fliegt irgendwo eine 10-Mbit-Strecke weg. Muss jetzt aber erstmal suchen. So, auch erledigt. Da wird einfach nur die Derangierung rausgemacht, damit man sieht, dass die Ports frei sind und die Beschriftung entfernt. Das war's. Weiter geht's. So, das ging jetzt auch schnell und es muss auch schnell gehen bei Derangierungen, weil da ist im Vergleich zu Entstörungen und im Betriebnahmen natürlich wesentlich weniger verdient. Da geht es wirklich nur um Masse und das im Moment relativ ruhig ist mit Entstörungen und auch im Betriebnahmen. Mache ich natürlich im Moment auch solche Dinge. Ne? Hauptsache Umsatz, Hauptsache Geld verdienen. Ne? Also. Und jetzt geht's von Reutlingen nach Waiblingen. Das sind so um die 50 Kilometer. Knapp eine Stunde. Aber dort gibt es dann an einem HVT gleich mal 3 Derangierungen. Ja, und es lohnt sich dann schon einigermaßen. Ne? Und ab geht's.
mittlerweile bin ich stolzer Besitzer eines HVT bzw. ÜVT-Schlüssels und fahre jetzt zum HVT für meine D-Rangierungen. Ja, und es ist einer der wenigen HVTs, wo es keine Parkmöglichkeiten gibt. Ja. Das heißt, da muss ich erstmal gucken, wo ich da parken kann. So, jetzt hat wieder rotzfrech geparkt auf dem Parkplatz für ein Kosmetikstudio. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob die da sind. Weil wenn nicht, gehe ich mal davon aus, dass es klar geht. Ja, jetzt hat wieder klingelt an dem Kosmetikstudio. Und keine Reaktion, also ich gehe mal davon aus, die haben zu. Also, außerdem habe ich noch eine Karte vorne reingelegt. Die geht jetzt hier nicht auf, Mensch. So, hier war ich auch schon mal, aber es ist schon ein bisschen her. Ja, hier bin ich richtig, jetzt muss ich einen Lichtschalter finden. Jo, Lichtschalter habe ich gefunden, jetzt bin ich also drin im ÜVT, jetzt muss ich meinen Schrank suchen und jo, dann mache ich meine Derangierung, ne? Kennen wir alle schon. Da ist er und jetzt geht's ans Werk. So, erledigt. 3S2M Anschlüsse sind gestorben. Hier ist der Friedhof der PMXer sozusagen. Und jetzt muss ich hier schnell raus, weil hier ist eine Hitze ohne Ende in dem ÜVT. Mahlzeit. Ich habe mir gerade einen Jufka geholt hier, noch in Weibling, weil ich die ganze Zeit nichts gegessen habe. Aber ey, so ein Riesenteil, oder? Wer soll das essen? Ja? Mal gucken. Ich bin echt am Kämpfen, aber das Teil ist echt geil. Ne? Also kann man nicht maulen. Boah, aber echt viel, hä? Boah, bin ich voll, hä? Oh, mir geht's so schlecht, ich bin so voll jetzt. Ich habe ihn tatsächlich vernichtet, ja? Und jetzt wäre also autonomes Fahren echt geil. Hinten reinliegen, Knöpfchen drücken, ab nach Hause, ne? Naja. So, boah. Jetzt muss ich erst den Schlüssel wegbringen an den Schlüsselstandort und dann geht's Richtung Heimat. So, Schlüssel ist versorgt und oh, ich bin echt jetzt im Fresskoma. Oh, das war jetzt doch etwas zu viel, aber war wirklich gut, ne? Und ein Schwabe schmeißt auch nichts weg, ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, auf jeden Fall geht es Richtung Heimat. Ich gehe mal davon aus, dass heute nichts mehr geht. Habe jetzt auch noch schlappe 150 Kilometer bis nach Hause. So anderthalb Stunden, wenn alles gut geht und ja, wünsche allen auf jeden Fall mal einen schönen Nachmittag. Hier ist jetzt mittlerweile richtig schön warm, muss jetzt sogar meine Jacke ausziehen. Und ja, danke fürs Zusehen. Heute gibt es wieder einen TikTok heute Abend irgendwann und ja, in dem Fall bis morgen. Ja, bye bye.